Ja, und da sind wir auch schon wieder. Ich freue mich riesig auf Markus, der schon bereitsteht, aber ich möchte ihn noch kurz anmoderieren. Markus war so einer der ersten Bücher, glaube ich, die ich damals verbloggt habe. Und ich war damals auf meiner allerersten Frankfurter Buchmesse 2015 und habe mein Buch von Markus Heitz signieren lassen. Ich wollte auch eins mitbringen für heute, aber alle waren schon signiert. Ich glaube, das sagt schon einiges. Er hat Die Zwerge geschrieben vor sehr, sehr langer Zeit und vor kurzem ging es weiter mit den Zwergen, und zwar mit der Rückkehr der Zwerge, die ich noch lesen muss tatsächlich. Und ich bin sehr gespannt, was er uns heute erzählt, in was für Welt er uns mitnimmt, und er wird auch noch eine kleine Mitmachaktion zumindest für mich planen. Darauf freue ich mich auch sehr. Herzlich willkommen, Markus Heitz. Schön, dass du da bist. Hi. Ja, hi. Wie moin. Begrüßen wir uns? Wie begrüßen sich Zwerge? Ja, Zwerge so kommt auf an wen, ne, muss man dazu sagen. Orks wahrscheinlich weniger freundlich, okay. Aber wir würden uns, also als Zwerge würden wir uns freundlich begrüßen. Aktuell ist ja eher, ich Sollen würde... Sollen wir so einen Ellbogen, nein, Fuß? Ellbogen, hier, Fuß. Hast du so einen Secret Foot Shake oder so? Gibt es sowas? Ja, gibt es das? Und nicht drauf, das ist ein Stahlkappen, du kannst ruhig, das macht das ein Stahlkappen. Ich habe aber mal gehört, dass Stahlkappen da sind, damit sie die Zehen gerade abtrennen, wenn was drauf fällt. Und seitdem genau, ja. Ja, unbedingt. Gerade bei Konzerten, wenn man unterwegs ist, ist das ganz wichtig, dass man, wenn man vorne steht, unbedingt die Zehen zuerst verliert. Okay, ich würde es jetzt nicht ausprobieren, ich vermute auch, ich würde es nicht hinkriegen, aber vielleicht setzen wir uns einfach hoffe, und machen es. Ja, wir ich hoffe mal. Auch. Wach werden mit den Zwergen, auf. Ich habe gehört, es ist jetzt das große Aufwachen heute Morgen, ich bin der erste Act. Ja. Wir haben viele Erwartungen, dass du uns wach kriegst. Ja. Aber du hast ein bisschen länger schlafen können, hoffe ich. Nee, nicht so wirklich. Auch ich wollte nicht. Ja frisch und ausgeruht heute Morgen hier sein. Ja. Das dann hast du nicht geschlafen, dachtest du viel dir. Viel Frühstücken und viel Tee. Magst du Wasser? Nein. Tee, magst du einen Tee? Später vielleicht, aber okay. Wir haben noch was anderes vor, nachher. Ja, willst du es schon anteasern? Nein. Du hast es sowieso schon auf Twitter verraten. Ja, ich habe es verraten. Ja, wir basteln Bier, ganz wichtig, wir basteln Bier. Sie hat es ja gesagt, wir basteln Bier, das ist ganz wichtig. Brauen, wir haben keine Zeit. Das werdet ihr später sehen, warum ich das Bier basteln nenne. Ja, vor allem, als du Bier basteln geschrieben hast, ich habe so gesagt bekommen, wir brauen Bier. Dann war ich schon so, ich dachte, das dauert lang, aber okay. Dann hast du auf Twitter geschrieben, Bier basteln. Ich dachte so, oh Gott, ich muss irgendwas mit der Schere ausschneiden. Ja. Nein. Ich habe so einen Bierhumpen vorgemalt auf Papier. Bier-Origami, das ist eigentlich der neue Trend. Ja. So Birigami. Birigami ist auch super so für die Feinmotorik. Das klingt auch fast schon japanisch, aber nur fast. Tatsächlich, ja. Ich war dann aber sehr froh zu sehen, was dann so eingekauft wurde dafür. Das seht ihr dann nachher auch. Es ist kein richtiges Basteln. Ich Nein. bin sehr erleichtert. Nein. Aber es geht ja jetzt noch gar nicht ums Bierbrauen, sondern es geht um deine neue Reihe. Du bist zu den Zwergen zurückgekehrt. Ja. Ja, wie war das für dich? Nach langer Zeit. Ich habe lange überlegt. Die Fans haben schon echt auch lange drauf gewartet. Mhm. Aber für mich ist immer wichtig, wenn ich was schreibe, muss ich Spaß dabei haben. Und ich muss eine Idee haben, die mich so catcht, dass ich sage, ich will unbedingt loslegen. Im geborgenen Land, nach 5 Bänden, war ich mir nicht ganz sicher, mache ich mit dem alten Personal weiter, wie es so schön heißt, oder muss was komplett Neues her? Und ich habe mich dafür entschieden, was komplett Neues zu machen. Der Zwergebandspiel, wenn man so möchte, 1000 Jahre nach dem 5. Band. Das ist insofern gut für die Einsteiger. Man muss nicht alle Bücher gelesen haben vorher. Man aber kann es direkt, lohnt sich. Ja, man kann aber direkt damit anfangen. Das war lustigerweise eines der ersten Dinge, das meine Lektoren gefragt hatte, die alten Bücher nicht kannte. Mhm. Muss ich die jetzt alle vorher gelesen haben? Musst du nicht, wär schön, kann man tun. Aber es geht auch so. War dann ja sogar ganz hilfreich, wenn die Lektorin dann sagen kann, das war der ob man perfekte alles Test. Versteht. Das war der ja. perfekte Test, weil wenn sie durchkommt, dann es hat funktioniert. Und insofern, ich habe gemerkt, der Wechsel musste sein, neues Personal musste her, aber natürlich gibt es immer ein paar Rückgriffe auf die alten Zeiten, in Anführungszeichen. Das heißt, die Fans der ersten Stunde werden einige Dinge wiedererkennen und die sie praktisch zum ersten Mal entdecken, werden auch bei der Hand genommen und werden rumgeführt, weil für beide Gruppen, sowohl für die Fans als auch für die Neulinge, ist es ja was komplett anderes, was Neues. Also man muss Tungdil nicht kennen, aber man kann sich auf Dinge freuen, wenn man die genau, neuen okay. Genau, es gibt unter Anspielungen, Hinweise und angedeutete Rückgriffe. Dazu hat das geborgene Land auch noch sehr verändert. Es gibt neue Berge, es gibt ein Meer jetzt inzwischen, weil ich unbedingt auch mal mehr Schifffahrt ins Spiel bringen wollte. Und das Gute am Autor ist ja, wir können ja machen, was wir wollen. Mhm. Das ist ja, ne? Weißt du selber, wir beschließen später. Dinge zu tun und dann passieren die einfach und haben unendliches Budget. Ich glaube, wenn ich ein neues Meer erfinde, müsste ich den Klimawandel einbringen, weil ich aktuell in der Romance schreibe. Ich glaube, das wäre ein bisschen schwieriger. Warum nicht? Warum nicht, könnte ich mir auf jeden Fall mal überlegen. Ja. Ja. Aber du schreibst Titanic ja auch schon... anders. Ja. Wobei, dann wäre kein Eisberg mehr da irgendwann, an dem sie fahren könnte. Ja, irgendwas schwimmt immer vorbei. Das stimmt. Ja. Und du schreibst ja aber schon sehr, sehr lange. Ich habe gehört, seit du 14 bist. Das ist ja der Klassiker bei den meisten Kreativen. Mhm. Die sagen, seit wann schreibst du eine Geschichte, seit ich schreiben kann. Es ist auch oft so. Weil vor dem Schreiben ist ja bei den meisten erstmal das Lesen, mehr oder weniger, dass du viel liest und merkst, Geschichten erfinden macht Spaß. Und dass du mit Worten alles machen kannst, was du willst und alles erfinden, was du willst.
Und dann habe ich noch ganz viel Leserei gemerkt, Geschichten erzählen wäre bestimmt auch richtig, richtig cool und habe mich da langsam vorgetastet und habe festgestellt, es macht Spaß. Und es hat mir nichts ausgemacht, mich ewig und immer wieder mit Texten und Ideen und neuen Welten zu beschäftigen, im Unterschied zu Musikinstrumenten. Man denkt ja oft, hey, cool, irgendwas Kreatives geht in mir vor, ich kann bestimmt auch noch irgendwas anderes. Das kann ich bestimmt, wenn man dafür lange übt. Ja. Und ich habe festgestellt, ich werde sehr schnell sehr ungeduldig, weil ich ja gerne schnell was können würde. Super Gitarre spielen oder super irgendwas. Ich habe gemerkt, mehr als 4 Akkorde auf der Gitarre und dann war es vorbei. Aber das Schreiben, mich hinsetzen, stundenlang, monatelang, das ist völlig egal. Das mache ich super gern. Und ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung. Du musst Spaß dran haben an dem, was du tust. Und dann ist die Zeit egal. Ja, bei der Geduld, du meinst gerade, du bist nicht so geduldig, aber es stimmt ja dann eigentlich gar nicht, weil Schreiben ja auch ein Handwerk ist im Endeffekt. Du bist ja auch besser geworden in den letzten Jahren, hoffe ich zumindest. Das ist ja nicht mehr der Skill, dazu gibt es bestimmt verschiedene Meinungen, ob ich besser geworden bin. Ich bin auf alle Fälle anders geworden, glaube ich. Also ich selber merke das nicht beim Schreiben, ob jetzt ein Stil sich geändert hat oder nicht. Natürlich variiere ich Stile je nach Genre, was ja vollkommen logisch ist. Klar. Aber dass sich ein gewisser Stil verändert, merken die Leserinnen und Leser früher, glaube ich, als der Autor, die Autorin selber. Ich glaube, da hat sich ein bisschen was getan, was man nach über 20 Jahren wahrscheinlich auch annehmen kann. Das ist aber okay. Das wird sich verändern. Vermutlich ist in 10 Jahren wieder, klinge ich wieder ein bisschen anders. Aber das gehört ja auch dazu. Ja, total. Man verändert sich ja auch. Genau. Aber jetzt so Gitarre werden wir heute nicht zu hören bekommen. Ich glaube, selbst die 4 Akkorde kann ich nicht mehr. Wir hätten auch keine Set gehabt. Also ging es mir auch. Ich habe auch versucht, Ukulele zu spielen während Corona. Ich habe mir super viel Kram gekauft, weil ich so dachte, jetzt hast du Zeit. Und ich habe alles aufgegeben. Ja, ich wollte auch verschiedene Sprachen lernen. Ich kann sie alle. Ich habe so viel auf Duolingo gestartet. Ich kann sie alle. Natürlich kann ich sie alle. Sag mal, was hast du denn so gelernt? Ja, alle. Ach so. Ja. Und ich kann sie auch Esperanto. Alle. Ja. Oh, das wäre eine schöne Sprache. Das war die eigentlich ja europäisch sein sollte. Ja, ne? Hat ja leider nicht geklappt. Aber vielleicht wird das, wer weiß, was dann hier in 1000 Jahren ist. Dann gibt es kein Meer, sondern neue Sprache. Ja. Wäre ja ganz ein spannend. Sprachenmeer. Sehr gut, das nehmen wir. Ja. Und auch nochmal ganz kurz zwischendrin. Ihr könnt sehr, sehr gerne Fragen an Markus Heitz stellen. Ich vermute, ihr tut das auch alles schon. Aber was bestimmt auch viele interessiert, du hast gerade gemeint, du schreibst schon seit du 14 bist. Du schreibst ja auch nicht nur Fantasy, aber Fantasy ist ja eigentlich schon so dein Steckenpferd, oder? Mit Fantastik ging es los. Also als ich angefangen habe, ging das noch querbeet. Da war ich schon im Horrorbereich unterwegs, weil die gruseligen Geschichten fand ich immer super. Unheimlich läuft, man sieht es auch an der Kleidung, lebensbetonendes Schwarz, ganz wichtig. Und das Gruselige fand ich aber schon spannend. Ganz in meinen Anfängen gab es tatsächlich auch sowas, heute würde man sagen New Adult oder Young Adult. Ja, sowas habe ich tatsächlich auch mal ausprobiert, aber gemerkt, dass ich da nicht so wirklich... Ich glaube, es ist nicht meins. Fand aber das Fantastische insofern immer spannender, weil ich da mehr machen kann, weil da alles möglich ist. Und da habe ich mich so ein bisschen drauf hin spezialisiert, aber nicht nur, weil das wäre wiederum zu langweilig. Sonst würde ich gerade nicht an Band 7 von den Zwergen schreiben, sondern an Band 384. Das wäre mir aber zu langweilig. Das ist wie jeden Tag Pizza. Am Anfang findest du es cool, aber irgendwann sagst du, nee, jetzt hätte ich mal gerne einen Salat oder sonst irgendwas. Die Abwechslung ist das Spannende. Und da ich früher Rollenspieler war, Pen and Paper. Wir sehen uns auch nächste Woche übrigens. Yes. Pen and Paper war Vielfalt eben genau das Spannende. Du konntest ja alle möglichen Universen bereisen. Und beim Schreiben, wie ich vorhin schon gesagt habe, du kannst mit Worten alles machen. Und solange ich Ideen habe für andere Dinge, ob das jetzt Thriller ist, Horror, Mystery, Grusel, was auch immer, wäre ich ja schön blöd, mich selber zu limitieren. Total. Spielst du aktiv noch Pen and Paper? Weil keine Zeit mehr. Das aber ist nächste Woche haben wir eine Session nächstes, zusammen. Nächstes mit der Jahr haben wir. Nächstes Jahr. Ja, man rechnet schon in Jahren dieser Pandemie. Wann? Nächstes Jahr. Ja. Nächsten Mittwoch oder Donnerstag. Oder genau, so. Da sind wir unterwegs und dann bin ich seit Jahren tatsächlich in Pen and Paper wieder unterwegs. Das erleichtert mich so. Ich hatte nämlich so Angst, dass ich der einzige Noob in dieser Session werde und ich dachte, du machst das bestimmt so jeden Tag. Du bist kein Noob, das weiß ich. Das meinte ich damit nicht. Aber das 16 Jahre lang gemacht. Ja, nein, war schon, aber wahrscheinlich auch 16 Jahre lang schon wieder nicht mehr. Das heißt, ich bin wahrscheinlich im gleichen Level wie du. Das wiederum erleichtert mich. Ich werde vielleicht nicht ganz so untergehen, wie gedacht. Und dann schwenke ich mal ganz kurz zu Steffi rüber. Es gibt bestimmt schon ganz, ganz viel Dinge im Chat. Wir wissen, das ist. Und wir haben auch ein breites Spektrum an Hardcore-Fans und Menschen, die dich gerne noch entdecken wollen. Und von denen kommt die Frage, wenn man von dir noch gar kein Buch gelesen hat, Markus, was würdest du persönlich empfehlen, womit steigt man ein? Das ist so die Klassikerfrage, die ich kaum beantworten kann, weil ich müsste jetzt ja wissen, was liest man gerne. Geht es mehr in Richtung Fantasy, mehr in Richtung Horror, mehr in Richtung Mystery? Ich würde mal anfangen, einfach mal mit Die Meisterin, das sind 3 Bücher, einfach mal so vortasten, das ist ein bisschen Mystery, aber auch gegenwartsbezogen. Und dann kann man mal gucken, ob der Stil passt. Und wenn man mehr auf Fantasy steht, würde ich tatsächlich erstmal mit den Zwergen anfangen und dann gucken,
was es dann noch so alles gibt. Also das Spektrum, ich habe den Überblick so ein bisschen verloren. Ich glaube, es sind 60 Romane insgesamt. Wow. Die Auswahl ist groß. Ja, ich habe mich bemüht. Ja, und dass dies Jahr wieder was von dir erschienen ist, das hat Crazy Girl zum Beispiel das Highlight des Jahres beschert. Das ist natürlich sehr schön, genau. Und eine Frage war auch, ob es bei dir einen besonderen Anlass gab, genau diese Buchreihe weiterzuführen. Der Anlass war, dass ich, die Zwerge brodelten in Anführungszeichen immer so im Hintergrund rum. Weil das Setting unglaublich viel Spaß macht, weil da noch einige Dinge erklärt werden wollten. Und habe ich schon erwähnt, dass das Setting unfassbar viel Spaß gemacht hat. Und als dann dieser entscheidende Twist kam, wo ich mich entschieden habe, jawohl, ich weiß, wie es weitergeht und ich möchte, dass es weitergeht, dann gab es kein Halten mehr. Und dann habe ich auch beim Schreiben gemerkt und beim Plotten und beim Entwerfen, dass das genau die richtige Entscheidung war. Erstens, so lange zu warten. Zweitens, alles anders zu machen. Und dann kam eins zum anderen. Und gibt es da irgendwie Dinge, die dich im Alltag inspirieren für deine Geschichten? Weil das ist ja wirklich sehr fantastische, sehr detailreiche Welten. Und so ein Stadtpark könnte ich mir vorstellen. Weiß nicht, ob das jetzt die Inspiration dafür wäre. Es kommt drauf an. Also wenn man dann praktisch so ein Orgfilter drüber legt oder so und dann durch den Stadtpark geht, dann könnte das schon durchaus spannend sein. Nein, im normalen Leben, sag ich mal, sind das eher so kleine Anekdoten, die man aufschnappt, wo man selber denkt, das ist jetzt nicht wirklich passiert. Und das kann man schon transferieren oder so. Ansonsten sind es wirklich Begebenheiten, Kleinigkeiten oder auch kleine Meldungen in Zeitungen oder Zeitschriften. Weil da ist oft so viel spaßiges Zeug drin, das man unbedingt einsetzen muss. Beispiel, ohne jetzt die Hintergründe genau zu kennen, bei einem Rentner wurde sozusagen bei einer Razzia aus anderen Gründen ein Panzer im Keller gefunden. Ein was? Ein Panzer? Ein Panzer. Ein guter, ein Zweiter Weltkriegspanzer, wenn ich mich nicht erinnere. Es war, glaube ich, auch ein Torpedo und sonst irgendwas in der Garage. Und ich stelle mir dann vor, wenn ein Einbrecher, das wäre dann mehr eine Kurzgeschichte, du bist ein Einbrecher und denkst, hier gibt es bestimmt Gold zu holen, du machst die Tür auf und da steht erstmal ein Panzer und ein Torpedo. Und dann beginnt eine sehr abstruse Geschichte, die aber tatsächlich ihre Anfänge in der Realität hat. Sowas macht halt auch sehr viel Spaß. Hat mit den Zwergen weniger zu tun, aber dafür gibt es dann Kurzgeschichten, wo ich mich dann austoben kann, weil ich sowas super lustig finde. Ja, also manche Dinge passieren einfach, ohne dass ich mir sie ausdenken muss. Ah, okay. Also Alltag ist deine Inspiration. Das wäre auch so ein Tipp. Vielleicht für diejenigen unter euch, die das schreiben, das hatten wir gestern auch viel, die irgendwie noch nicht so den letzten Kniff gefunden haben, wie sie ihre eigene Geschichte gestalten könnten. Also wirklich die Augen offen halten, im Alltäglichen steckt meist die größte Inspiration. Ne? Hinterfragen, wo kommt das her, was steckt dahinter und was kann ich daraus machen? Was ist die Ausgangslage und wie absurd oder wie lustig, wie spannend, wie romantisch kann man das Ganze gestalten? Ja. Wir haben tatsächlich auch, wie gesagt, einige Hardcore-Fans bei uns im Chat, die dich auch live schon erlebt haben und sehr feiern, dass du hier heute live bist. Also vielen Dank an der Stelle auf jeden Fall. Viele Grüße. Und da kam auf jeden Fall auch die Frage, ob mal wieder eine Lesung geplant ist, wo auch Corvus Corax als musikalische Begleitung dabei ist. Also du selber kannst keine vier Akkorde mehr, aber du holst dir da Unterstützung. Das, man muss wissen, was man kann und was man nicht kann. Das ist auch sehr wichtig im Leben. Und dann holt man sich die Leute, die es können. Mhm. So, und Corvus Corax gehören zu den Leuten, die definitiv Musik machen können. Und Johannes Steck, das ist der langjährige Sprecher, wenn man so möchte, der nicht nur der Zwergebände, aber auch viele andere Hörbücher von mir. Und die Kombination aus beiden ist schon extrem gut. Kann sein, dass da mal wieder was kommt, aber konkrete Pläne gibt es aktuell leider nicht. Man muss ja gucken, wie das Ganze mit der wunderbaren Seuche weitergeht und dann... Du wirst ja heute hier immerhin noch lesen. Eben, genau. Vielleicht singen wir einfach ein bisschen was im Hintergrund. Da bin ich gespannt. Kannst versuchen. Aber du hast jetzt schon ganz, ganz oft die Zwerge und das geborgene Land erwähnt. Und es gibt auch einen Trailer, der uns so ein bisschen einführt, nachdem du uns ein bisschen mehr noch über die Zwerge erzählen kannst. Und ich würde sagen, den schauen wir uns jetzt mal an.
Es war richtig episch. Und es hatte was von Game of Thrones ein bisschen. So, ja, ne? Mit der, als sich die Karte ausgerollt hat, ja, und dieser Drache darüber flog. Also über solche Buchzähler freut man sich natürlich als Autor schon sehr. Das kriegst du auch nicht jeden Tag, muss man auch schon mal dazu sagen. Ja. Und wenn es dann noch so episch wird mit, mit der Musik und dem Schlachtenlärm, und ich kann sagen, wir brauchen Schlachtenlärm. Ich finde, Schlachtenlärm ist, gerade bei solchen Romanen, muss das einfach sein. Und am besten noch so ein Drache, der Feuer spuckt, passt ja auch zum Roman. Ganz wichtig ist, der Trailer dann auch zum Roman passt. Ja, das stimmt. Das finde ich schon sehr stark. Das Ding ist echt gut geworden. Und da stand ja gerade schon größte, erfolgreichste deutsche Fantasy-Serie. Und ich habe gerade aus dem Off noch mit dir erzählen wollen, du standest überall in meiner Zeit in Irland in der Buchhandlung mit den Zwergen auf Englisch. Überall. Das hat mich immer gefreut. Cool. Und jede Buchhandlung war so, Markus heißt The Dwarves. Das war irgendwie sehr, sehr episch. Dazu muss man sagen, es war jetzt nicht mein erklärtes Ziel, jetzt da rumzustehen und so weit zu kommen mit den Zwergen. Mhm. Mein Ziel war es, im Endeffekt meine Geschichten zu erzählen, Spaß dabei zu haben und am besten davon leben zu können. Mhm. Dass es jetzt so gut läuft, war nicht der Plan, aber es freut mich trotzdem sehr drüber. Dachte ich mir. Ich glaube, das ist, wie gesagt, das Entscheidende. Wenn du anfängst, Dinge zu tun, nur weil du denkst, du kannst mit Geld verdienen, auf Biegen und Brechen, dann wird das schwierig. Das kann man. Aber ich finde, so rum ist der Weg schöner, wenn du sagst, ich mache das, was ich möchte und habe dann das Glück, ganz viele Leserinnen und Leser zu finden. Nochmal vielen Dank. Das ist ultimativ. Das freut sich, das wünscht sich jeder Kreative. Auf jeden Fall. Und man hat ja gerade auch im Trailer gesehen, das ist ja auch ein Doppelband. Wie kam das? Das war ja auch bestimmt viel Arbeit. Die sind ja in relativ kurzem zeitlichen Abstand jetzt auch erschienen. Ich gehöre zu denen glücklicherweise, die relativ schnell schreiben können. Mhm. Und, wie ich das vorhin angedeutet habe, als die Entscheidung gefallen war, wo ich das ansiedeln möchte und was alles passieren soll und wie ich das Gebäude dann umbaue mit dem neuen Personal, mit dem Zeitsprung, da gab es für mein Kreativitätszentrum keinen Halt mehr. Da ging das einfach nur von selber. Und das ist jetzt, wie gesagt, ich schreibe gerade am 7. Band, ist es im Grunde genauso. Und das ist eben das Entscheidende, was ich vorhin meinte, dass die perfekte Bestätigung, dass du genau im richtigen Buch zu dieser Zeit sitzt. Mhm. Wenn es eine Quälerei wäre, würde ich dem Verlag, glaube ich, auch sagen, wir haben ein Problem. Houston, wir müssen abbrechen, wir machen jetzt irgendwas anderes. Das tut dem Buch nicht gut. Ja. Das merkt man überall. Das über so Netflix-Serien, die genau, so über drei Staffeln also, länger. Wie du vorhin schon gesagt hast, klar, ist Schreiben zu einem gewissen Teil Handwerk, was ja auch völlig okay ist und normal ist. Aber man merkt halt schon, ob viel Liebe drinsteckt, glaube ich einfach, oder ob das einfach so runtergetackert wurde, weil halt gerade die Zeit dazu günstig ist. Mhm. Man hat auch im Trailer gerade so gesehen, das geborgene Land, epische Schlachten. Kannst du uns da noch ein bisschen was erzählen? Weil du wirst ja gleich auch noch daraus lesen. Was müssen wir noch so wissen über die Welt und warum, du liebst sie ja offensichtlich sehr. Was liebst du so daran? Weil es einfach eine sehr epische, klassische High-Fantasy-Welt ist. High-Fantasy hat nichts mit Drogen zu tun, auch wenn es im ersten Moment so klingt. Es gibt, das wäre wieder ein eigenes Thema, eine Riesenunterscheidung in der Fantastik, welches Genre was ist, von Dark Fantasy, High Fantasy und so weiter und so fort. Und die klassische Fantasy, Tolkien-basiert, wenn man so möchte, ist die High Fantasy. Und als Rollenspieler warst du natürlich auch viel in dieser High Fantasy unterwegs. Mhm. Und deshalb hat es auch sehr viel Spaß gemacht, da unterwegs zu sein, die klassische Fantasy-Geschichte zu erzählen. Das geborgene Land hat sich verändert, ich habe es vorhin schon angedeutet. Es gibt immer noch den schützenden Ring im Gebirge drumherum, aber innen drin gab es jede Menge Verwerfungen, es gab Erdbeben, es gibt neue Gebirge. Teilweise mussten die Zwerge aus ihren angestammten Reichen flüchten, weil alles zusammengebrochen ist. Und in diesem ganzen Durcheinander taucht ein Buch auf, das angeblich wohl ein uralter Held geschrieben hat. Ich meine, Zwerge werden alt, aber so alt jetzt nicht, das wäre über 1000 Zyklen. Und ein Zwerg macht sich auf den Weg und versucht herauszufinden, ob wirklich der Held, dieser uralte Held, das Buch geschrieben hat oder nicht. Und wenn das so wäre, ruhen sehr viele und starke Hoffnungen auf diesem Helden. Und dann geht die Queste los und dann gibt es noch jede Menge Seitenstränge, weil ich das für mich auch interessanter finde beim Schreiben. Ein Plot ist gut und schön, aber ich mag es halt noch verschiedene Seitenstränge und Seitenplots zu haben, die sich dann miteinander verweben und ein großes Ganzes ergeben. Mhm. Und weil du gerade so meinst, so Seitenplots, du bist ja auch nicht nur mit Büchern unterwegs, du bist ja auch so transmedial unterwegs. Ich weiß, auf der Gamescom, ich glaube so 2017 oder so, irgendwann in den Dreh. So um die Kante, 16, 17, so. Ja, da war ich nämlich das Spiel anspielen mit einem befreundeten Blogger und es hat super viel Spaß gemacht und es gibt auch ein Brettspiel und alles. Und es gibt auch, habe ich mir notiert, Musik meines Wissens, eine Bühnenshow. Stimmt das? Das war das Ding mit Corvus Corax. Mhm. Und, das war es eben angesprochene quasi. Genau, okay. Johannes Steck. Das war praktisch ein Erzählikel, nein, ein Singspiel, wenn man so möchte, dass Johannes Steck das Buch erzählt hat. Natürlich komprimiert. Und Corvus Corax hat das Ganze musikalisch begleitet. Wir hatten später ein Fantastical, aber das ist ein eigenes Fantastical, der Flug des Drachen. Was ganz anderes war, aber eben auch sehr viel Fantasy. Und die Mischung aus Musik,
und Erzählung. Das kommt einfach immer noch gut an. Uralte Traditionen sterben nie aus. Wir haben auch einen Song da, also vielleicht für alle, die es noch nicht kennen oder die es vielleicht einfach gerne hören, würde ich das jetzt mal abspielen. The old rhymes, they're on my mind. We're one tribe, we share our memories clear and bright. We walk as one, our lines are bound together. We share fate, we share one fate. We shall fade. Voices calling, I'm the one. A glorious vision, what may come. Da hat man doch auf jeden Fall jetzt auch schon Ausschnitte aus dem eben angesprochenen Videospiel gesehen. Das war total abgefahren, weil das Lied, das wir dazu gehört haben, ist sozusagen performt, wenn man so möchte, von Blind Guardian. Eine der Metal-Bands auch meiner Jugend, die man als Rollenspieler damals im Hintergrund gehört hat, wenn man die Pen-and-Paper-Abende gemacht hat. Und umso abgefahrener ist es, wenn du mit den Jungs zusammen auch noch was zusammen auf die Beine stellst. Und dass das dann so ein Song wird, mit großem Orchester und mit das, das ist schon mehr als das Sahnehäubchen sozusagen auf dem Ganzen. Ja, und hat ja offensichtlich auch viele Fans. Also es waren ja gerade alle super begeistert. Ist ja auch total schön. Und für alle Hardcore-Fans, wie es eben schon genannt wurde, haben wir auch ein Gewinnspiel. Für alle anderen natürlich auch, die Markus Heitz noch nicht so gut kennen und noch kennenlernen wollen. Und zwar haben wir eine Gewinnspielfrage. Und ihr könnt natürlich euch des Internets bedienen oder vielleicht auch gleich bei der Lesestelle zuhören. Und die Frage lautet, wie heißen die blutrünstigen Gegenspieler der Zwerge, denen Markus Heitz auch eine eigene Romanreihe gewidmet hat? Super schwierig. Ich weiß nicht, ob du das noch im Kopf hast. Du hast jetzt auch schon, wie viel meinst du, über 80 Bücher geschrieben? Ja, nee, aber ich habe es vor, mindestens über 80 Ach so, Bücher okay. zu schreiben. Ich dachte, das wäre schon. Ja, das kriege ich. Ich dann halt Dinge. Dich mal ran. Aber es sind irgendwie 60. Irgendeine 60, Serie okay. mit Fantasy und irgendwelche bösen Gegnern. Es sind keine Vampire, das muss man dazu sagen. Das war schon mal ein guter Tipp. Es sind keine Vampire. Ja, weil Blutprinzip und so muss man aufpassen, weil die Leute dann gleich. Aber die Blutsauger sind raus, was das angeht, weil ich ja auch was über Vampire geschrieben habe. Das stimmt. Okay, also hat Markus euch schon mal einen Tipp gegeben, es ist nichts mit Vampiren, aber du wirst jetzt auch ein bisschen vorlesen und vielleicht kriegen wir da ja noch ein paar weitere Tipps. Ich fürchte nein, aber... Nein? Okay, dann dürft ihr jetzt, aber hört Markus erstmal zu, aber ihr dürft euch auch ein bisschen... Ja, ich habe das vorbereitet, aber es wäre ja langweilig sozusagen, das vorzulesen, was alle schon selber lesen können. Mhm. Ja? Dazu muss man wissen, ich habe jetzt neuerdings angefangen, ich fand das immer toll, dass... Bands einen riesen Vorteil haben gegenüber uns Autoren und Autoren. Die können, wenn sie einen alten Song haben, einfach einen Remix machen und das Ding nach 10 Jahren wieder rausbringen. Da habe ich gedacht, das ist ein bisschen unfair, aber das mache ich jetzt auch. Es kommt jetzt ein Remix von einer Stelle, die man selber nachlesen kann. Aber ich kann schon sagen, die Stelle ist sehr episch. Ein Zwerg kämpft gegen einen Ork, der aus einem Fluss auftaucht. Und dann geht es zur Sache und einer von beiden stirbt. Das ist die Grundausgangssituation in dem Roman Band 1, Rückkehr der Zwerge. Dazu habe ich verschiedene Remixe gemacht. Den Schüttelreim-Lyric-Remix, den Jerry Bruckheimer-Remix, den Rosamunde Pilcher-Remix. Ja. Und ich dachte mir, ich fange einfach mal, weil wir wollen ja wach werden. Jetzt wird es laut. Okay, schreib also, gedanklich. Jetzt an. Okay. Gedanklich. Keine Angst. Tonmann wird nicht schlimm. Nein, ich wollte den Jerry Bruckheimer-Remix kurz vortragen. Mhm.
Wer Jerry Bruckheimer nicht kennt, er ist ein Produzent in Hollywood und ist bekannt dafür, dass er ständig gerne Explosionen stattfinden lässt, auch in Szenen, wo es keinen Sinn ergibt. Aber sie sehen schön aus. Das ist wichtig. Er hat gemacht Bad Boys, Black Hawk Down, Pearl Harbor, Flug der Karibik und CSI Miami. Das ist der Typ, der die Sonnenbrille immer außen anzieht. Und wie gesagt, eingedenk der Tatsache, dass er gerne Explosionen und sowas einbaut. Diese Stelle, Ork taucht auf aus einem Fluss, greift den Zwerg an, epische Schlacht, einer von beiden hat das Nachsehen. Die Remix-Version. Damit es schneller und flotter ist, das Ganze als Regieanweisung. Bei Frackers stößt Barbandor der Zwerg überrascht aus und lässt die Magnetrute fallen, natürlich in Zeitlupe. Eine Schweineschnauze, dich will ich nicht als Fang. Er sucht einen sicheren Stand im Kies, Close-up aufs Gesicht, Schnitt auf die stählerne Kampfaxt, die langsam aus der Rückenhalterung gleitet. Schleiffunken fliegen dabei durch die Luft, ergibt keinen Sinn, sieht aber trotzdem schön aus. Setze deinen hässlichen Fuß an Land und ich sende dich zu deinem hässlichen Schöpfer. Breitgebauter Ork stapft im Gegenlicht aus dem Wasser, Kamera schwenkt dabei aufwärts, Close-up auf das herablaufende Wasser. Übergang zum gebogenen Schwert, das sich gegen den Zwerg reckt. Kamerafahrt über die kräftigen, schwarz angemalten Eckzähne und verächtlich verzerrten Lippen. Reduzierung des langen Dialogs auf Stirb. Todesschrei und entsetzte Rufe aus Richtung der Trittsteine, leise Explosionen und Rauchwolken in der Ferne. Menschen fliegen durch die Luft, noch mehr Feuer und noch mehr Detonationen. Der Ork brüllt, fegt mit einem Stiefel Kies empor. Steinchen fliegen in Zeitlupe, Aufprall gegen den Axtkopf. Wieder Funken und Sternchen, immer noch Slow-Mo. Einige Steinchen explodieren dabei dezent. Kampf wird kürzer, dauert sonst lange und wird zu teuer. Barbandor dreht sich einmal um die eigene Achse und beschleunigt die schwere Waffe wie ein Hammerwerfer. Das Ganze immer noch in Slow-Mo, aber die Kamera fährt dabei einmal um ihn herum. Gegenshot? Dunkelsuchend zerteilt die Schneide die zugreifende Orkhand und frisst sich in Höhe der Brust durch die Panzerung. Funken fliegen, umgeben von abgesprengten Metallplättchen. Barbandor hat plötzlich noch eine Axt, das merkt sowieso keiner, und führt einen senkrechten Hieb gegen den Schädel des Gegners, der an einer gewaltigen Explosion vergeht. Danach detonieren nacheinander von oben nach unten Hals, Brust, Genitalien und Beine. Wieder fliegt die Kamera um Barbandor, der sich in Zeitlupe aufrichtet und da bedeutungsschwer angestrengt in die Ferne schaut, natürlich vollgesüfft mit dem Blut seines Gegners. Und im Hintergrund läuft Bad Dwarfs, what you gonna do, when they come for you. Sowas finde ich sehr unterhaltsam, solche Remixes zu basteln. Und gerade wenn man Lesungen macht und viele Leute, auch die Fans, haben das Buch vorher schon gelesen, die finden sowas super, super interessant. Ich habe auch eine Frage. Wie explodieren Dinge dezent? Ja, das klein. Okay. Also so, kleine so ja. Nein. Mhm. Also sieht schon immer noch sehr spektakulär aus, das ist wichtig und gerne auch in Zeitlupe, auch ganz wichtig bei Jerry Bruckheimer. Also man sieht, es ist eine sehr kampforientierte Szene. Mhm. Und ich dachte mir, so eine kampforientierte Szene hat auch mehr Liebe nötig. Und deshalb entstand die Rosamunder Pilcher-Version. Soll ich die noch vortragen? Halt auf jeden Fall. Natürlich, diese rhetorischen Fragen lieben alle. Soll ich die noch vortragen? Nee, Markus, geht. Wenn du unbedingt willst. Also, gleiche Ausgangssituation, nur im Rosamunde Pilcher-Remix. Unvermittelt erhob sich eine gepflegte Hand mit langen, gebogenen und akribisch gefeilten Fingernägeln aus den schäumenden, smaragdfarbenen Wellen und umfasste anmutig das Gestänge. Ein grün-grauhäutiger Arm und ein gepanzerter, gut aussehender Ork folgten. Brodelnd und spritzend brach sich der Towan an einem animalisch attraktiven Geschöpf, das sich an der Rute aus dem Strom zog. Die Muskeln auf der Brust und am Arm schwollen dabei an. Bei Frackers, stieß Barbandor überrascht aus und ließ die Magnetrute fallen. Dich will ich nicht als Fang. Er suchte einen sicheren Stand im Kies und nahm die stählerne Kampfaxt aus der Rückenhalterung. Setze deinen hübschen Fuß an Land und ich sende dich zu deinem Schöpfer. Der breitgebaute, sehr ansprechende Chippendale-Ork hatte sich bis zu den Unterschenkeln aus dem Fluss befreit. Freundlich lächelnd näherte sich und wies sein ebenmäßiges Gebiss, auf dem die Sonne leuchtete. Endlich habe ich dich gefunden! Der Klang der Stimme riss Barbandor in die Vergangenheit. Jeff? Ja, ich bin's, Jeff! Er riss die Arme auseinander. Dein adoptierter, verschollener Halbbruder. Komm her und lass dich drücken. Bei Frackers, der kleine Jeff? Barbandor starrte auf den hochgradig attraktiven Hünen mit dem perfekten Körper, den perfekten Zähnen und der perfekten Aussprache, auf den sich die Frauen der Zwerge, Elfen, Feen und Menschen nur so stützen würden. Du bist groß geworden. Ja, und reich und berühmt und schleu.
Jeff rannte lachend auf Barbone zu, hob ihn hoch und umarmte ihn und drehte sich dabei mehrmals. Das Wasser spritzte und die Tröpfchen glitzerten. Mein Halbbruder Baba. Barbandor wusste, dass Jeff seit vielen Zyklen nach dem Auswaschen alter Bierfässer am Fluss als vermisst galt. Jeff war als kleiner Ork adoptiert worden, aber in Wirklichkeit der Sohn des großen Ork-Anführers Lord Percy Lakebottom. Seine Mutter war die jüngere Tochter von Lady Alma of Black White Castle, deren Liebesschwangerschaft aber verheimlicht werden musste, um einen Krieg zwischen den Rosebuds und den Lovesmellies zu verhindern. So kam Jeff, der in Wahrheit Cedric George Harry of Groschnerug Drake Blackwald Castle hieß, als kleines Bündel zu den Fünften und als Zeichen der Völkerverständigung hatte man ihn aufgenommen. Gut, dass du kommst, Jeff, platztest überglücklich aus Barbando heraus. Du sollst dein Erbe antreten. Etwa die Brauerei unserer Mutter? Ja, sie wollte, dass du sie bekommst und dein eigenes Bier braust, für Orks und Zwerge gleichermaßen. Und die kleine Holindis Estrella de la Montagne wartet immer noch auf dich und will dich immer noch heiraten. Und die ist jetzt auch reich und berühmt. Sie ist ein Gemälde da und hängt als Skizze überall im geborgenen Land. Oh, endlich. Ich habe nur von ihr geträumt und wollte schon ewige Liebe schwören. Jeff lächelte zum Abmalen. Gehen wir und feiern dieses Glück. Und so gingen Cedric George Harry auf Groschnerug Blackwhite Castle und Barbandor durch die perfekte Landschaft mit flauschigen Wolken, grünem Gras und hoppelnden Häschen nach Hause. Das ist cool. Es war sogar mir ein bisschen zu viel Kitsch. Ja, hey, wow. Das hat schon was zu heißen. Schön, ja. Nein, aber das ist ja das Schöne an diesen wunderbaren Remixen. Du kannst da Vollgas geben und die absurdesten Dinge schreiben und das macht halt sehr viel Laune. Also Fantasy ist wichtig, aber man darf den Humor dabei eben auch nicht vergessen. Und du meintest, N.A. und New Dalton so waren nichts für dich. Bist du dir sicher, so wie du seinen Körper so beschrieben hast? Es hat schon so ein bisschen was so Auftritt, klassischer Bad Boy. Jemand schlimmer dabei irgendwie genau oder Love and Landscape oder irgend sowas. Das, ich werde drüber nachdenken. Ich gestehe, ich hatte auch mal was, weil wir das Thema von Handwerk hatten. Ich hatte mal 20 Seiten just for fun für mich geschrieben, weil ich gedacht habe, naja, probier es einfach mal. Ne? Habe nach 20 Seiten gemerkt, das ist wie mit Gitarre spielen. Du kriegst die vier Akkorde und denkst so irgendwas, aber boah, nee, das Match funktioniert nicht. Vielleicht willst du sie ja trotzdem irgendwann mal veröffentlichen. Es würde mich wirklich interessieren, ja, bestimmt, ja. Es klang so sehr ironisch. Nein. Okay, sehr, sehr schade. Und wolltest du noch mehr lesen? War das schon nein, das, okay. Ist, das reicht soweit. Ich habe mich schon gefreut, dass du es nochmal in die Hand genommen hast. Ich habe noch eine Frage. Es ging da auch kurz ums Bierbrauen. Was begeistert dich so daran? Du bist ja selbst großer Bierfan. Nein, Zwerge und Bier gehörten in den Romanen oder in der Fantasy immer irgendwie schon zusammen. Mhm. Und für mich war das völlig klar, dass ein Zwergegetränk zwangsläufig das Bier sein muss, während die Elfen ja mehr Team Wein sind, mehr oder weniger, sind die Zwerge immer Team Bier. Das kann auch ein alkoholfreies sein, wie wir später sozusagen nutzen heute Morgen. Mein erster Vorschlag war eigentlich, wir machen eine Starkbierprobe heute Morgen, aber mit Rücksicht... Also, mit Rücksicht auf dich. Ich wurde gar nicht gefragt. Ach so. Warte, wir nein. Vorbildfunktion und so. Wir machen das mit wunderbaren alkoholfreiem Bier zum selber basteln. Deshalb habe ich darauf bestanden. Wir machen mit die kleine Hobbythek. Ich habe verschiedene kleine Zutaten dabei, die man einrühren kann. Bier brauen dauert ewig. Dann brauchst du ja noch den Reifeprozess und so weiter und so fort. Da hätten wir früher anfangen müssen. Okay. Ja. Ich meine, vielleicht wäre ich dafür sogar noch eine Stunde früher aufgestanden, muss ich sagen. Okay, ich behalte das im Hinterkopf. Ja, ich meine, ich komme aus dem Rheinland. Da ist gerade Faschingsregion. Wir hätten auch schon morgens trinken können. Ich kenne das nicht anders. Schade. Ja, aber auf jeden Fall, worauf ich damit hinaus wollte, du hast ja aber auch, du brauchst persönlich schon Bier. Das ist jetzt einfach ein neues Hobby. Nein, weil ich das nicht so hinkriegen würde, glaube ich, wie ich es haben wollte. Da sind wir wieder bei diesem Ding. Ne? Man muss wissen, was man kann und was man nicht kann. Und manche Dinge muss man eben Profis überlassen. Deshalb pfuschen wir sozusagen auch beim Brauen und Basteln. Ich habe extra basteln. Weil jeder Brauer würde sofort in Ohnmacht fallen und würde hier mit den Füßen voran im Monitor springen und sagen, das ist nicht das Bier, das ihr sucht. Das muss man schon realistisch bleiben. Sollen wir anfangen zu pfuschen und zu basteln? Und sollen wir da loslegen? Die Brauer in Ohnmacht fallen lassen, ja. Gut, würde ich sagen. Dann stehen wir mal auf. Fangen wir doch mal an. Setup. Wir legen los. Du gibst mir Anweisungen, ne? Ich gebe dir Anweisungen. Ja, hast du denn ein liebstes Bier? Trinkst du eher dunkles, helles? Das ich bin eigentlich mehr Team dunkles Bier und damit würden wir auch anfangen. Sehr gut. Ich bin auch Stout-Fan. Wir nehmen mal zum Anfang dieses Wunderbare. Diese Produkte, die wir benutzen, haben kein Geld gezahlt und wurden rein zufällig ausgewählt. Absolut. Ja, ich mache das jetzt mal Pi mal Daumen, bevor ich mich jetzt mit der Digitalwaage hier angefreundet habe. Wir nehmen ganz normales, wunderbares Malzbier.
Ungefähr so viel. Also man muss dann später umrechnen. Ungefähr so viel. Vielleicht sollten wir es mal kurz in irgendeine Kamera halten. Ich weiß nicht, welche gerade. Genau. Man sieht es ein bisschen, ja. Okay. Das ist ja praktisch nur, damit es schnell geht. Und wir sozusagen, ne? Das hier ist jetzt vorbereitetes Gewürz. Du kannst gerne mal dran riechen und dann kannst du versuchen rauszufinden, was das alles ist. Behaupte, du kommst nicht drauf. Kümmel? Nee. Ich habe gewonnen. Nein, das sind ganz verschiedene. Das geht über Kardamom, Zimt, Nelken und das alles Mögliche. Nelke war es. Ja, Nelke war es. Nelke riecht man ich raus. Ich empfehle dazu ein bisschen, wir nennen das ganze Gewürzbier, ungefähr so viel, das kann man per Gusto machen, Vorsicht, ja, das ist sehr geschmacksintensiv. Ja. Ja. Bitteschön, damit du auch was zu tun hast. Ich darf nicht zu viel reinmachen. Wenn man jetzt umrührt, schäumt es wie Hulle. Auch das muss man wissen. Reicht das schon? Das reicht. Okay. Und damit, wir verzichten bei diesem wunderbaren Malzbier auf Zugabe von Sirup. Ich fühle mich wie in der Chemieklasse früher, und irgendwann fliegt was in die Luft. Nein, es fliegt nichts in die Luft. Kleine, dezente Detonation. Wenn, dann war es das falsche Bier. Wenn jetzt was explodiert, war es das falsche Bier. Das, okay. Ja. Man riecht ja jetzt schon, es hat sich verändert. Mhm. Und wenn man jetzt probiert, hat man alkoholfreies Gewürzbier. Ja. Okay, das war's schon. Nee, wir machen noch mehr. Mhm. Und je nachdem, wie viel mehr Gewürz du haben willst. Aber da hätte schon noch mehr reingekommen, glaube ich, oder? Jeder so, das ist schon sehr intensiv. Schon. Okay. Genau. Also wir haben das wunderbare Gewürzbier. Mhm. Wir haben jetzt, wir nehmen nochmal wunderbares Malzbier, nehmen auch hier wieder den gleichen Ansatz. Ich nenne das Ganze jetzt Nougato-Bier. Für was steht das? Für Nougat. Ja, okay. Ich wollte ein bisschen mehr Fantasy. Ich nehme an, da kommt gleich Nougat rein. Ja, wow. Ich bin so gut. Okay. Auch da haben wir den Vorteil, dass dieses Malzbier keinerlei Zucker mehr braucht. Dafür haben wir die wunderbare Lebensmittelchemie. Mhm. Auch hier ist es ganz wichtig, nur 3 Tröpfchen. Okay. Weil sonst wird es äußerst unangenehm. 1, ihr könnt mitzählen, wenn ihr Kraftzahl seid zu Hause. 2, 3. Soll ich das oder willst du? Bis 13 kriege ich hin, glaube ich. Sehr schön. Ja. Nicht so gut in Mathe, aber jetzt kommt das auf 5 raus. 1, 2. Und nicht zu so viel, sonst denkst du, du hast Nougat für den Rest deines Lebens in deinem Körper. Das ist nicht schön. Ist das so stark? Ich habe es probiert. Und riecht es ja richtig. Ja, ne? Es riecht also wie eine Nutella-Packung mit richtig viel Zucker noch. Also es ist eh schon viel Zucker. Ist aber nur Malzbier tatsächlich. Und jetzt, wir nennen es Nougato-Bier, wir bleiben dabei. Dann Prost. Mhm. Krass, oder? Mhm. Kennst du Murphys, wenn du so Stout findest? Ich kenne Murphys Gesetz. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber das ist halt auch so eine schokoladige Untertasse, aber die ist noch stärker hier. Genau, das ist einfach nur, da muss man gucken, da gibt es verschiedene Aromenzusätze, man kann das auch zu Hause machen, je nachdem, da gibt es verschiedene andere Aromen. Das ist voll das Weihnachtsbier. Ich helfe gern. Aber ganz wichtig ist, immer gucken, wir haben das in Relation gemacht. Ne? Natürlich brauchst du, wenn du das Glas voll machst, brauchst du entsprechend ein bisschen mehr. So, hast du die Rezepte irgendwo online oder hast du die einfach so zusammengesucht? Nein, die habe ich in mühevoller Heimarbeit und ich glaube mir, ich habe 3 Tage lang nur Nougat geschmeckt. mühevoller Kleinstarbeit habe ich zu Hause gebastelt. Mhm. Wir lassen jetzt mal, wir haben nämlich nur noch diese Gläser. Das reicht dann auch. Das andere erkläre ich kurz, was wir gemacht haben. So viel. Ja, das, wir brauchen gleich 2 Dinge auf einmal. Mhm. Wir nehmen jetzt normales alkoholfreies Bier. Man sieht es auch schon, es schäumt auch ganz anders. Hier hatte ich vorbereitet, das funktioniert, da muss man gucken, alkoholfreie Biere schmecken sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt welche mit Metalluntergeschmack oder das kommt je nach an, wie viel Hopfen und welche Hopfen benutzt wurde. Ich hatte das nicht benutzt, das ich hier gerade habe, deshalb, ich hoffe, dass es trotzdem ungefähr hinhaut. Also wird es vielleicht ein bisschen anders schmecken. Da wird es ein bisschen anders schmecken, okay, das nur so das als Warnung. So, das hier ist Aprikosenpaste und das müsste Vanille sein, genau. Du nimmst jetzt ein bisschen von dieser Aprikosenpaste, ich glaube mal zuerst, nicht zu viel, auch da gilt, erhöhte Obacht. Das war jetzt so ein Viertel Teelöffel, falls es nachher ungefähr. Ist, ja. Da muss man sehr aufpassen. Ich glaube, ich hatte mehr als ein Viertel. Mhm. Das wird einfach sehr fruchtig, Markus. Sollte, ja, aber man muss aufpassen, man ist sehr schnell im Bereich Scheibenreiniger. Oh, das hättest du ja vorher schon gesagt. Ja, ich folge den Anweisungen, kann ich nur sagen. Das ist Vanilleextrakt. Darf ich da mit dem Löffel nochmal rein? Wir arbeiten jetzt mit Vanilleextrakt. Wie viel nehme ich da? Mach mal 1 oder 1,5, je nachdem, wie vanillig du das haben möchtest. Ein Löffel? Ja. Eben musst du immer so aufpassen. Ja, das war die Aprikosenpaste, die ist evil. Mach mal. Und ich würde vielleicht noch ein bisschen was dazu machen, weil das ist nicht, wie gesagt, das Bier, das ich benutzt hatte. Das ist ein anderes Bier. Das geht jetzt, zumindest Angst zu Hause, im Feldversuch, geht das Ganze mehr ins fruchtig
Fruchtige. Das fruchtig-fruchtige mit einem Hauch Vanille. Aber wie gesagt, das falsche Bier. Schmeckt aber. Oder? Mhm. Ja. Das war Aprikosenpaste und Vanilleextrakt. Und jetzt, ich fühle mich schlecht, weil ich immer mehr Schlucke trinken will. Du stellst es schon wieder weg. Okay. Ich wollte nur höflich dann ausmüssen, dann stelle ich aufs Klo und das ist dann auch blöd. Das ist sehr nett, danke. Ja, also wie gesagt, für zu Hause zum Nachbasteln einmal mit gnadenloser Lebensmittelchemie und dann mit den Freunden aus dem Sirupbereich. Und schon kann man aus alkoholfreiem Bier wunderbare, erfrischende Sachen basteln. Mhm. Wie gesagt, basteln, Hobbitee, ganz wichtig. Brauen, das will ich mir nicht anmaßen. Aber bastelst du noch mehr? Also hast du noch Lust, mehr zu experimentieren zu Hause? Ist das jetzt so ein neu gefundenes Hobby? Oder? In dem Bereich nein. Wenn, dann geht es bei mir mehr so kochen. Mhm. Da bin ich mehr, da weiß ich mehr, wo ich mich hinsetze. Guckst du dann auch immer, welches Gericht passt zu welchem Bier und was kannst du da anbieten? Ja, oder einfach nur, welches Gewürz passt zu welchem Gericht. Das ist, okay. Ich bin sehr gerne im indischen Bereich unterwegs und Levante-Küche. Und da finde ich das Spannende auch, wie in der Fantasy, eine große Bandbreite an Aromen und Möglichkeiten, wie du was kombinieren kannst. Und das finde ich halt großartig. Auch sehr scharfes Essen dann? Nee, nicht nur. Das ist das, der Trugschluss, den viele haben, dass wenn du im Indischen, wenn du sagst, ich koche kein Indisch, sagen alle, oh mein Gott, ist wie scharf. Ja, die Inder können scharf, wenn sie wollen. Aber die können genau super mild, irgendwas mit Kokos, irgendwas mit Joghurt, irgendwas mit Gewürzen, das ewig lang einzieht. Mhm. Das finde ich eben das Spannende an dieser Küche. Mhm. Also ist auf jeden Fall super spannend, hat echt gut geschmeckt. Ich glaube, mein Favorit waren das erste und das dritte. Ich glaube, Schoko wäre mir, also so einen Schluck kann ich trinken. Ich glaub, das Nougat-Bier? Das Nougato-Bier? Ja, Nougato, Entschuldigung, nicht Schoko, Nougato. Nein, gleich wieder Trademark, Entschuldigung, ja, wir müssen sofort. Nein. Ja, das ist wahrscheinlich was für den Sommer und das andere sowas. So eins an Weihnachten, glaube ich, würde gehen, aber ich glaube, mehr als eins wäre ich, das sättigt bestimmt auch sehr, oder? Vermutlich, ich habe nur probiert. Okay, ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ihr könnt das auch gerne nachmachen. Ich würde sagen, wir gehen aufs Sofa. Ich nehme mir vielleicht eins mit. Ja, mach mal. Okay. Wenn du überhaupt nicht weiter trinkst. Irgendwie macht mir das Angst, dass nur ich. Du stellst das so schnell wieder weg. Ja, ich weiß, was passiert nach 10 Minuten. Ich gehe das Risiko ein. Du gehst das Risiko ein, sehr schön. Sehr schön. Mal sehen. Ja, kommen noch irgendwelche Fragen aus dem Chat, während ich mein, wie heißt dieses Getränk jetzt eigentlich, wenn das andere Nougato heißt? Das war das Mango-Vanille. Nee, das war Aprikose-Vanille. Heißt das einfach Aprikose? Vapro. Vanille und Aprikose. Während ich Vapro trinke, würde ich mal an den Chat übergeben, ob noch Fragen da sind, ganz bestimmt. Ich bin in jedem Fall, glaube ich, sehr neidisch auf dich, Annabelle. Das verstehe ich. Und da stellt sich natürlich die Frage im Raum, haben wir irgendwie die Möglichkeit, die Rezepte nochmal genauer zu bekommen, um die den Menschen zugänglich zu machen? Kein Ding, mache ich sehr gerne. Die stelle ich dann online und schicke sie euch auch noch, damit wir auf allen Plattformen unterwegs sind. Mache ich sehr gerne. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein Wunsch, den wir erfüllen können. Wir werden das dann auf die Storydays-Seite raufpacken. Und dann haben wir noch ein paar Fragen bekommen bezüglich deines Schreibens, Markus. Also wir haben schon darüber gesprochen, was dich inspiriert. Und dass es die alltäglichen Dinge sind. Und jetzt wollen vor allen Dingen deine Fans, glaube ich, wissen, wie lange dauert es denn bei dir von der ersten Idee bis hin zum fertigen Buch? Jahre. Nein, das würde mir auch zu lange dauern. Das kann ganz schnell gehen. Wenn die Idee da ist und ich merke, dass die Idee für einen Roman taugt. Mhm. Kurzgeschichten setze ich gerne direkt um. Die kommen dann irgendwo auf Halde oder werden für spätere Nutzungen geparkt. Aber wenn ich merke, dass die Idee für einen Roman taugt, und dann mache ich mich relativ zügig ran, wenn ich schreiben will. Aus der Idee wird ein Plot, ein Fahrplan, 6, 7, 4 Seiten, wie der komplette Romanverlauf sein wird. Die Charaktere werden ausgearbeitet. Wenn es eine neue Fantasy-Welt ist, wird die Welt erstmal gebaut, bevor ich anfange, den Roman zu schreiben. Weil, wie beim Rollenspiel, wir brauchen erst das Setting, wie im Film. Du brauchst erst die gut, jetzt neuerdings nicht mehr mit dem Blue oder was immer Screen, aber du brauchst erst das Setting, die Landschaft, durch die du bewegst, was alles relevant und wichtig ist. Und wenn ich das alles habe, meine Charaktere, mein Plot, mein Setting, dann geht's los. Dann schreibe ich normalerweise den ersten Durchgang innerhalb von 2 Monaten, ungefähr 500 Seiten. Dann gehe ich nochmal 2 Monate drüber zum Überarbeiten. So kann man sagen, nach 4 Monaten ist ein Roman von der Dicke von Die Zwerge normalerweise fertig. Aber wie umfangreich sind denn so Figurenbeschreibungen bei dir? Also wenn du dir überlegst, okay, das wird eine relativ große Rolle sein, so könnte ich mir den Namen vorstellen, hast du dann Steckbriefe, visualisierst du das, wie gehst du da vor? Ich für mich selber habe verschiedene
Charakterblätter, der Rollenspieler ist wieder klar im Vorteil, wo eben alles draufsteht an Kleinigkeiten, an auch Hintergrund, familiär, also alles, was man wissen muss über eine Person. Kann sein, dass es im Roman nie relevant sein wird, aber für mich ist es wichtig, wenn ich die Figur führe im Roman. Im Roman selber verzichte ich normalerweise auf epische, seitenlange Beschreibungen von Einzelcharakteren. Da geht es meistens darum, dass man ihn relativ schnell wiedererkennt, entweder durch bestimmte Charakteristika oder durch sein Auftreten oder durch sein Habitus oder seine Worte. Das ist relevant, damit die Handlung vorankommt. Auch da unterscheiden sich viele Stile. Manche beschreiben gerne seitenweise, wie was aussieht. Ich persönlich finde es aktuell, ich sage mal aktuell, weil vielleicht ändert sich das auch wieder in 10 Jahren oder so, spannender, wenn man nicht zu sehr auf die kleinsten Details runterzoomt, es sei denn, sie sind wichtig. Dann ergibt es wieder Sinn. Aber alles zu beschreiben, nur weil ich mir die Mühe gemacht habe, alles zu entwerfen, das kann anstrengend sein beim Lesen oder beim Schreiben, je nachdem. Das geht dann auch schneller praktisch im Roman voran. Du hast ja vorhin gesagt, du hast dich den Zwergen wieder gewidmet, weil die sich so selber vorgekämpft haben. Hast du so eine persönliche Lieblingsfigur, die dich irgendwie immer begleitet? Aus allen Romanen? Mhm. Aus allen 60? Mhm. Schwierig. Also ich glaube, nein, ich weiß, dass die Bösewichte mir meistens ein bisschen mehr am Herzen liegen, weil Bösewichte, wenn sie gut gebaut sind, mehr Arbeit machen. Einfach nur jemand brutal durchs Bild laufen lassen, Leute wegmetzeln, macht keinen interessanten Bösewicht. Den kannst du brauchen. Du brauchst einen Charakter, der halt immer die Keule dabei hat. Aber die richtig interessanten, fiesen Typen, die sind echt viel Arbeit, weil die vorbereitet werden müssen, die müssen Intrigen spinnen, die müssen irgendwie auch noch entweder cool, lustig, auffällig, sonst irgendwas sein, aber nicht zu sehr. Und weil eben so viel Arbeit drinsteckt und sie echt meistens auch super schöne Auftritte haben und fies sein dürfen, tut es mir dann leid, wenn einer von denen mal über die Klinge springt oder über die Klippe hüpft oder einen anderen Tod erleidet. Aber ohne, dass ich jetzt irgendeinen speziell nennen könnte. Mortwa aus der Uldad-Serie, das ist die erste und älteste Serie von mir. Mortwa ist ein böser Berater, der einen guten, aufstrebenden Herrscher praktisch auf die dunkle Seite der Macht zerrt. Den mochte ich sehr. Liegt aber auch daran, weil es, wenn man so möchte, der erste war, den ich entworfen habe. Nun, haben wir ja schon gehört, dass du, also dein Werk ist sehr umfangreich. Und wir haben auch Fragen zum Beispiel aus dem Bereich Kinderbuch, wo ich gar nicht wusste, dass du da auch was geschrieben hast. Aber wir haben die Frage, wir haben nämlich einen sehr jungen Fan, der Prima Monta sehr mochte. Und da ist die Frage, wie geht's denn, geht es damit weiter? Ja, wie ich schon gesagt habe, Limitierung finde ich schwierig, solange ich Ideen habe für Dinge. Prima Monster ist erschienen und das Angstmärchen. Da habe ich mich mit Ängsten von Kindern beschäftigt, weil man das ja als Erwachsener oft denkt, was ist das für eine irrationale Angst vom Kind, warum hat das Angst vor blinkenden Lampen oder sonst irgendwas. Da geht es eben darum beim Angstmärchen, dass es ein Angstmärchen gibt, das für jeden die passende Angst praktisch dabei hat. Und Prima Monster geht es darum, dass ein Vater eine Geschichte erzählen will und das Kind aber die Geschichte bremst, indem sie ständig was über dieses Monster erfahren möchte. Mhm. Wie heißt sie denn? Wo wohnt sie denn? Welche Freunde hat sie denn? Was hat sie denn an? Was für Hobby? Und dabei schläft das Kind ein und er kommt gar nicht dazu, die ganze Geschichte zu erzählen. Prima Monster ist der erste Band und aktuell ist auch kein zweiter geplant. Es kann sein, dass es da mal einen zweiten geben wird, aber aktuell nein. Ah, okay. Also auch Kinder sind an Backstories interessiert. Ich sehe, sehr cool. Sehr gut. Genau, dann gibt es noch die Frage, ob denn eine Weiterführung der Dunklen Lande geplant ist oder ob du dafür einen Daumen hoch von Blind Guardian benötigst. Sehr schön. Dunklen Lande sind für mich derzeit mal abgeschlossen, also ein Standalone, wenn man so möchte. Das Thema selber ist nach wie vor interessant. Das geht so in Richtung Hexen, was wir lustigerweise demnächst spielen. Mhm. Ungefähr nur 100 Jahre historisch vorher. Aber aktuell ist da nichts Neues geplant. Okay. Und wenn wir uns jetzt vom Buch wegbewegen, gibt es denn eine Verfilmung zum Beispiel von den Zwergen? Frage immer kommt. Ganz erstaunlich. Ja, das ist verrückt. Ich nie gedacht. Also es gibt immer wieder mal Anfragen, aber das Filmgeschäft funktioniert ein bisschen nach anderen Regeln als das Buchgeschäft. Insofern, da dauern Vorbereitungen Jahre. Wenn ich Glück habe, passiert noch irgendwas, solange ich lebe. Ansonsten gehöre ich zu denen, die vielleicht eventuell irgendwann mal verfilmt werden, wenn nicht schon lange, man weiß es nicht. Aber da ist nichts geplant. Also das heißt gar nichts, das kann sich morgen schon wieder ändern. Aber konkrete Pläne im Sinne von in 3-4 Jahren wird es was geben, aktuell nein. Schade. Ja. Aber genau, wir lieben ja vor allen Dingen dich für deine Bücher. Verfilmungen sind halt immer Fluch und Segen. Beim Buch hast du den Vorteil, ich entwerfe ein Bild als Autor.
Aber jeder Leser und jede Leserin baut sich wiederum eine eigene Welt draus. Das ist ja das Spannende. Das ist also eine doppelt kreative Leistung, wenn man so möchte. Ich setze was in die Welt und die passiert nochmal weiter in den Köpfen von anderen. Also, und wenn man dann eben einen Film draus macht, dann wird's, dann hat jeder seine eigene Vorstellung, dann kommt der Film und dann wird es für alle sehr eng. Aber auch sehr spannend. Ich finde die Herr-der-Ringe-Verfilmung nach wie vor sehr gelungen. Ich auch. Und dann kam der Hobbit. Ja. Aber du hast ja schon eine Regieanweisung geschrieben. Also wer weiß, vielleicht darfst du dann ja sogar irgendwann die Regieanweisung zu deiner eigenen Verfilmung schreiben. Ich glaube nicht, dass das passieren wird, weil Produzenten da eher allergisch reagieren. Hm. Wenn Autoren sagen, ich hätte gern das und das und Sell und jenes, wir brauchen 1000 Orks mehr und das Schwert ist zu klein. Und übrigens, wir brauchen ein anderes Licht. Zu nah am Text. Ich glaube, das fänden die eher nicht so geil. Okay, aber was wir alle toll finden, ist auf jeden Fall die Zwergereihe. Du wolltest noch was lesen daraus, oder? Soll ich noch was lesen? Ja, ich glaube, das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch? Und dann lösen wir noch das Gewinnspiel auf. Mal gucken, ob da noch Zeit für eine Frage ist. Ich glaube, das wird was. Ich gucke mal. Aber lesen schaffen wir auf jeden Fall. Ja, noch eine kleine Stelle. Sag mir ungefähr, wie viel Zeit ich habe. 10 Minuten? Okay, gut, das war's. Oh, nein. Okay. Nein. Sonst hätten wir einfach überzogen. Ich habe ja eben schon gesagt, was ich gerne mache, sind Remixe. Mhm. Und was ich schon vor Jahren gemacht habe und auch sehr lustig finde, sind Outtakes. Also so zu tun, das habe ich vor Jahren schon mal gemacht und greife die alte Legende wieder auf. Ich schreibe eine Buchszene und mache so später praktisch, als ob irgendwas schiefgegangen wäre bei dieser Szene. Ich lese jetzt einen kleinen Ausschnitt, wie die Szene ursprünglich war und dann kommen die Outtakes. Mhm. Wir sind auf einer Festung und eine Heldin, Rodana, möchte von dieser Festung flüchten, hat sich verkleidet und will entkommen. Und dann hat sie eine Begegnung. Von der anderen Seite des Erkerturms erklang unvermittelt ein leises Schnuppern, dem eine lange schwarze Schnauze folgte, die der eines Wolfs ähnelte. Doch ihre Ausmaße lagen weit über der eines normalen Isegrims. Anstelle von Fell bedeckten sie winzige dunkle Hornplättchen. Rodana wusste, was sich ihr Wittern näherte. Eine Nashan-Bestie. Ohne sagen zu können, wie sie auf den Gedanken kam, ging sie davon aus, dass das Raubtier nach ihr suchte. Ah, verflucht! Schnell erklomm sie den Erker über eine vorspringende Steinkante, stieg 3-4 Schritte in die Höhe und sah hinab. Die Bestie lief mit gesenktem Haupt auf dem Wehrgang, schnüffelte laut und hielt die Ohren senkrecht aufgestellt, bis sie grollend herumfuhr und die weiß leuchtenden Augen auf die Puppenspielerin richtete. Die trudelnden Flocken reflektierten das Licht. »Geh weg! Such dir einen anderen Bissen!« rief Rodana und kletterte höher und schaute sich um. »Was tust du da oben?« erklang die verwunderte Stimme eines Mannes. Der in Mantel und Helm gehüllte Gardist trug irgendwelche silbernen Abzeichen auf den Schultern, die ihr nichts sagten. »Solltest du nicht eine Botschaft überbringen?« Er streichelte dabei den schwarzen Kopf der knurrenden Nashan-Bestie. »Ja, das täte ich, aber die da hat was dagegen. Jemand füttert sie wohl nicht,« antwortete Rodana. »Ich bin wohl die richtige Kost für sie,« dachte sie. »Das ist seltsam. Sie hat eben erst gefressen,« sagte mir der Bestienmeister. »Jetzt kommen die Outtakes.« »Was tust du da oben?« erklang die verwunderte Stimme eines Mannes. »Sollst du nicht irgendwelche Botschaften überbringen?« Er streichelte dabei den schwarzen Kopf der knurrenden Nashan-Bestie. Sofort biss das Tier zu und erwischte den Unterarm, schleuderte den Mann umher und warf ihn über die Zinne. Danach setzte sich ruhig und leckte sich eine Pfote. »Cut!« Nächste Szene. »Was tust du da oben?« erklang die verwunderte Stimme eines Mannes. »Sollst du nicht Botschaften überbringen?« Er unterließ es dabei, den schwarzen Kopf der knurrenden Nashan-Bestie zu streicheln. Regie: Los, streicheln! Wache: Bin ich irre? Ich habe gesehen, was es mit Balta gemacht hat. Regie: Mach jetzt! Wir haben das Kostüm mit Hundeabwehrmittel eingesprüht. Die Wache streckt zögerlich die Hand aus. Sofort biss das Tier zu und erwischte den Unterarm, schleuderte den Mann umher und warf ihn über die Zinne. Danach setzte sie sich ruhig hin und leckte sich eine Pfote. Regie: Ah, falsches Kostüm. Neuer Wachmann, bitte! Sowas finde ich halt schon sehr, sehr lustig, wenn man sowas einbaut und als Gimmick und als Gag sozusagen für hinten raus, macht das halt einfach auch Laune zu schreiben. So zu tun, als ob das Buch ein Roman wäre, Stichwort Verfilmung, und solche Szenen zu basteln. Da kommen Texthänger vor, da geht irgendwas schief, da bricht sich jemand die Nase, eine Kampfszene geht komplett schief, ein Griff. Alles, was man von den Outtakes von Filmen kennt, habe ich bei Büchern so mit eingebaut. Voll die coole Idee. Und liest du sowas dann auch mal vor, wenn du auf Lesereise gehst? Das ist genau wie bei den Remixen, sind das meistens Stellen, die auch oft nur für Lesungen entworfen werden.
Also die findet man auch nicht in Büchern hinten drin oder so, die findet man höchstens mal online auf meiner Website oder sonst irgendwo. Aber so regulär kriegt man die eigentlich nicht. Also lohnt sich, auf deiner Website vorbeizuschauen, vor allem wenn du noch das Bierrezept, ich habe es jetzt auch fast leer, es war sehr, sehr gut und es ist noch nichts passiert. Ich ja, vielleicht meldet sich eine Brauerei, nein, Quatsch, wir haben, die können das alle selber. Ja, die 10 Minuten sind vorbei, ich bin, mir geht's gut. Ja, Yukan-Pulver. Mal gucken, vielleicht lag es. Yukan-Pulver für die Eingeweihten unter uns, nein. Aber ja, weil ich jetzt gerade Lesereise angesprochen habe, ist da noch irgendwas geplant? Du meinst ja gerade, man weiß jetzt nicht so... Ja, die Seuche ist, gibt sich wieder alle Mühe. Und da muss man einfach gucken, was sein wird. Wir hatten für nächstes Jahr die Meister der Fantastik-Tour geplant, zusammen mit den Kollegen Kermeier und Bernhard Henn. Die war für, ich glaube, Ende Januar sollte sie losgehen und dann in den Februar rein. On verra. Wir hoffen einfach, dass bis dahin alle vernünftig geworden sind und die Seuche verschwunden ist. Toi, toi, toi. Ja. Danach wird man weitersehen. Ich drücke die Daumen. Falls ihr in Leipzig seid, komme ich vielen auf jeden Dank, Fall vorbei. Dank. Ich hatte nämlich die Ankündigung schon gesehen und mich schon gefreut, weil gerade also mit Bernhard Henn bist du ja häufig unterwegs und so. Ich wäre auf jeden Fall vorbeigekommen. Aber ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass das passiert. Hast du sonst noch? Du hast gerade eben erzählt, du hast was, 500 Seiten in 2 Monaten schreibst du? Der erste Durchgang, das ist sehr, sehr viel. Ja. Was schreibst du? Hast du irgendwas verraten, was du noch gerade so schreibst? Gerade Zwerge 7 meintest du? Genau, also erscheinen, das ist ja so, dass wenn bei uns Autor ein Buch erscheint, ist es ja für uns schon wieder alt, weil es ist ja mindestens ein halbes Jahr vergangen seitdem. Nächstes Jahr im Frühjahr erscheint der 2. Band von Ära. Der kriegt noch ein Abschlussband. Nach 7 Jahren ist es dann soweit, dass die Götter sozusagen ihren Abschlussband bekommen im Maleus Büro. Wer nicht wusste oder weiß, wie viel haben wir? Ja, erzähl ruhig. Okay, ja, nicht, dass ich alles hier. Ich bremse dich schon. Wer nicht weiß, was Ära ist, Ära spielt in einer alternativen Welt, auf die auf einen Schlag alle Götter zurückkamen, Gottheiten, zu denen die Menschheit jemals gebetet hat, auf allen Kontinenten, bis auf Gott Allah und Yahweh. Das heißt, die Christen, Juden und Muslime haben jetzt ein Riesenproblem. Alle anderen haben ihre Gottheiten zurück und entsprechend ändert sich auch die Weltordnung. Reale Gottheiten, wie man sie eben von Loki kennt oder Thor, wobei Loki nie ein Gott war, das nur nebenbei. Wenn ich mich richtig erinnere. Und in diesem Setting, wo es real existierende Götter gibt, gibt es einen Mittler namens Maleus Bureau und der ist Atheist. Das ist sehr schwer in einer Welt voller real existierenden Götter. Und er wird immer dann gerufen, wenn Gottheiten möglicherweise mit Verbrechen sozusagen in Verbindung stehen. Er ermittelt, weil als Atheist ihm ist das völlig egal, ob das jetzt Götter sind, Menschen oder sonst irgendwas. Und da erschien 2015, glaube ich, der erste Band, ist schon wieder ewig her. Ja, muss 2015. Und jetzt nach fast 7 Jahren kommt der Abschlussband, weil noch einige Dinge erklärt werden müssen. Mhm. Unter anderem, warum ein Atheist in dieser Welt immer noch am Leben ist. Ja, ich bin sehr, sehr froh, dass es weitergeht, weil ich habe damals das Hörbuch gehört, weil ich die Prämisse so spannend fand. Ich bin auch Atheistin und dann war irgendwie so diese ganze Prämisse mit den Göttern cool, vor allem, weil so die bekanntesten oder am weit verbreitetsten Religionen halt nicht da waren. Also cool, das Spannende an diesem an Thema, das eine noch, dass ich Schreiben bildet ja auch immer dich selber, weil ich hier ständig recherchieren musste, was gab es denn überhaupt alles an Entitäten, an Gottheiten zu denen. Und das ist so unfassbar. So viel. Also die Monotheisten haben echt ganze Arbeit geleistet, wenn man so sagen möchte. Und dieser Strauß, dieser bunte Strauß an Gottheiten, die ich in Ära auffahren kann, auch das ist wieder Spaß pur. Ja, cooles Thema auch. Ja. Macht auch bestimmt super viel Spaß, da zu recherchieren. Definitiv. Und bevor wir jetzt nochmal zu dir kommen, wollen wir das Gewinnspiel auflösen. Es haben bestimmt einige teilgenommen. Die Frage war natürlich super schwer. Aber das sagst du, dass die super schwer war. Es wurde sich teilweise beschwert von den Superfans, wie Philipp von Bookwalk, das war ja viel zu einfach. Ja, das war mir klar. Genau, wir haben ja gefragt, wie die blutrünstigen Gegenspieler der Zwerge heißen. Markus, magst du es selber auflösen? Ja, die heißen natürlich... Vampire. Ja. Ja. Selbstverständlich. Vampire kommen auch im Gebonk. Nein, das sind die Albäe natürlich. Richtig, es sind die Albäe. Ich bin froh, dass du es aussprichst. Ich hätte es Albäe ausgesprochen, aber... Das hast du sehr elegant gemacht. Willst du es vielleicht selber sagen? Ja, wie sagt sagen. Denn der Autor? Ich weiß, das ist die alte Frage. Sagt man jetzt Albae oder sagt man Albäe? Mhm. Ich finde, Albäe passt auch zur Rasse besser, zu dieser Art von Schurken, dass man es fließend ausspricht, sehr elegant. Deshalb sage ich immer Albäe. Aber kennt ihr das auch? Also mir geht das oft so, dass ich eben Sachen so in meinem Kopf betone und Namen und so. Und dann gibt es irgendwann eine Lesung oder ein Hörbuch dazu. Und ich denke, wer soll das sein? Ich kenne diese Figur nicht. In meinem Lieblingsbuch sogar. Ja? Ja, der heißt Quoth. Und immer, ich lese halt das deutsche Buch damals zuerst gelesen von Patrick Rothfuss, der Name des Windes, und immer Quote gelesen. Also, Er heißt bis heute Quote in meinem Kopf. Johannes Steck hat damals bei mir angerufen, als er die ersten Zwerge eingelesen hat. Und hat gesagt, wir gehen jetzt die Namensliste durch und du sagst mir, wie man sie ausspricht. Das fand ich high professional, wenn man so schön sagt.
Ja, wie kommst du auf die Namen von deinen Figuren teils, oder Stämmen? Teils reine Erfindungen, teils werden Sachen von mir rückwärts gelesen und die Buchstaben vertauscht. Die einfachste Möglichkeit, Fantasy-Namen zu bauen. Mhm. Oder ich gucke, was gibt es in anderen Sprachen, anderen Kulturen in einer entsprechenden Bedeutung. Das heißt, manche Charaktere heißen nicht einfach nur so, wie zum Beispiel, es gibt die Botin der bösen Drachen, die heißt Stemna. Und wer da ein bisschen recherchiert, weiß sehr schnell, was der Name bedeutet. Also es ist nicht immer so, dass sie rein erfunden sind, sondern sie tragen geheime Botschaften in sich. Ah, wow, okay. Jetzt haben wir alle so lange auf die Folter gespannt. Ich glaube, wir müssen aus. Na gut, okay. Also, es haben sehr viele gewusst, dass die Albä sind, tatsächlich. Also der Chat ist richtig voll mit richtigen Antworten. Mhm. Aber wir müssen natürlich uns entscheiden. Und die Storybox gewonnen hat in diesem Fall Uli B., Lea und Amethyst. Herzlichen Glückwunsch, ihr drei. Ihr bekommt von uns eine E-Mail mit den Informationen, die wir von euch brauchen. Und wir wünschen euch mit den drei Storyboxen sehr viel Spaß. Aber für die, die es jetzt nicht geklappt hat, einfach dranbleiben. Es werden noch ein paar mehr heute verlost. Genau, dranbleiben lohnt sich sowieso. Ich habe noch eine allerletzte, nicht mal nur Frage, nur Anmerkung, weil du das mit Namen gerade meintest. Und es ist auch sehr, sehr hilfreich, dass du so besondere Namen nimmst. Nein, weil ich zocke schon super lange und ich bin ein riesengroßer Guild Wars-Fan und habe meine ersten Charaktere nach Charakteren aus den Zwergen benannt und so viele Freunde online gefunden, die auch die Zwerge gelesen haben. Sehr schön, das freut mich. Also so eine Community, also falls ihr auch spielt oder so, die Gamertags. Ich hatte EOE zum Beispiel aus Band 2 und sie wurde dann erkannt und dann kam man so gleich ins Gespräch. Das war irgendwie immer sehr, sehr schön. Das finde ich sehr cool. Ja, fand ich auch. Manche Spieler fragen auch tatsächlich die ganz freundlichen Fragen nach, ob sie denn einen Namen benutzen dürfen. Ja, Entschuldigung, aber... Nee, das finde ich super schön, weil zum privaten Gebrauch kann man damit ja, wenn du damit im Game unterwegs bist, bitte sehr, finde ich ja cool. Wie du's gemacht hast. Ich war da ja auch noch ein bisschen jünger. Aber ich fand das total nett, dass die Leute fragen, ja, darf ich den im irgendwo Online-Game ohne Namen zu nennen, benutzen? Das finde ich echt, finde ich schön. Okay, also ich notiere mir das fürs nächste Mal, frage ich das. Nein, das funktioniert auch so. Auf die Rüge verstanden. Yes. So, und deshalb schmeiße ich dich jetzt auch von der Couch runter. Das dachte ich mir. Ja, das reicht mir auch. Ich habe jetzt auch, du leckeres Bier kannst du gerne da lassen. Und dann reicht auch noch. Die anderen, trink sie alle leer. Ich trinke sie alle, Herr Corona, ich trinke meine Hälfte vermutlich leer. Sehr gut. Nee, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke, dass du mich da mitgenommen hast beim Bierbasteln. Bierbasteln, ganz nicht richtig. Nicht Bierbrauen. Und vielleicht reden wir nachher nochmal hinter den Kulissen. Gut. Aber schön, dass du da warst. Ja. Ich bring dich noch. Muss ich noch weg? Genau. Sehr schön. Passt du quasi einfach nur auf, dass du das Bier nicht mitnimmst. Ja, das dachte ich mir schon. Ja. Ich lasse alles da und dann noch viel Spaß. Ja, danke schön, dass du da warst. Tschüss. Ja, das war Markus Heitz und es war wundervoll. Und es geht jetzt mit einem seiner liebsten Genre weiter, oder besser gesagt Zielgruppen, und zwar dem New Adult. Bis gleich. Hallo, ich bin Sabine Ebert. Ich schreibe historische Romane und sende ganz herzliche Grüße an den Tolino Story Day. Die Entwicklung des Tolino ist ein ganz wichtiger Schritt für die Buchbranche und ich freue mich sehr und hoffe, dass auch viele Leser mein neues Buch auf dem Tolino lesen werden, die es als E-Book erwerben. Hier habe ich es mal als Hardcover in der Papierform, die zerbrochene Feder. Es spielt in der Zeit der Restauration und es ist eine Geschichte über Zensur, über bedrückende Zeiten, aber es hat auch viel heitere Elemente, so ein bisschen ein Hauch Jean Austen und ich hoffe, dass die Leser daran Freude haben. Weiter viel Erfolg für diesen Tag. Tschüss!